Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern habe ich dir gezeigt, wie das neue Update von ChatGPT aussieht. Und heute möchte ich nochmal einen Schritt weiter gehen und die neue KI von Google vorstellen, und zwar Google Bard. Es ist einer der neuesten KIs und einer mit der größten, was die Entwickler dahinter betrifft. Aber ist es auch das Beste, was es gibt? Und löst es vielleicht sogar ChatGPT ab? Lass es uns herausfinden. Um Google Bard zu nutzen, gehen wir auf die Seite bard.google.com und sehen ein Problem. Bard isn't currently supported in your country. Stay tuned. Was soll ich euch sagen? Dank der großartigen Datenschutzgesetze und der EU-Verordnung, die es alle so gibt, ist aktuell Bard in Deutschland nicht verfügbar. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht eine Lösung für dich hätte. Ich würde dir gerne mein Tool vorstellen, was ich nutze, womit ich super zufrieden bin. Und zwar handelt es sich hierbei um NordVPN. Ich bin kein offizieller Partner von NordVPN. Das Einzige, was ich habe, ist ein Affiliate-Link für dich. Ich möchte dir das Ganze einmal kurz zeigen. So, wie du siehst, ich kann auch die Seite nochmal aktualisieren. Es geht nicht, weil ich halt in Deutschland bin. Wenn ich jetzt NordVPN nutze, habe ich die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick, und das ist halt wirklich meiner Meinung nach die beste Lösung, auf zum Beispiel United States zu klicken. Ich warte wirklich nur ein paar Sekunden, länger dauert das Ganze nicht, und es ist schon fertig und wir aktualisieren die Seite nochmal und wir sind in Google Bard eingeloggt. Ich habe einen Affiliate-Link für dich. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Du hast keine Mehrkosten. Im Gegenteil, wenn du auf den Link klickst, hast du die Möglichkeit, 63% Rabatt zu bekommen und sogar noch 3 Monate gratis. Das ist das Paket, was ich nutze. Das ist das 2-Jahres-Paket. Wenn du Bock hast, mich zu unterstützen, dass wir hier noch geilere Videos machen können, würde ich mich mega freuen, wenn du den Link nutzt. Wenn du bereits eine andere VPN hast oder vielleicht schon Kunde bist bei NordVPN, dann kannst du es einfach nutzen, log dich irgendwo ein, was nicht Deutschland oder EU ist am besten. Und dann kannst du Google Bard nutzen. Schauen wir uns das System einfach mal an und testen mal ein bisschen, ob Google Bard wirklich eine ChatGPT-Konkurrenz sein kann. So, die Werbung ist natürlich wie immer die gleiche. Google Bard ist ein Riesensprachmodell, was auf Palm 2 beruht. Und es ist ein super kluger Assistent. Es kann Matheprobleme lösen, beim Schreiben helfen und vieles mehr. Das wollen wir natürlich testen und deswegen schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir haben hier Bard Experiment, siehst du hier oben in der Ecke. Du kannst das hier ein- und ausblenden, finde ich ganz nett. Dann hast du Bard Activity. Hier findest du deine Einstellung bzw. deine Bard Aktivitäten, wo du einfach deine Historie siehst, was du bereits schon gesucht hast. Die kannst du dann einfach hier über das X löschen. Automatisches Löschen kannst du dir auch einstellen und sagen, hey, alle 3 Monate soll alles gelöscht werden. Oder du deaktivierst das Ganze, dass nichts mehr gelöscht wird. Wir gehen zurück auf die Seite von Bard. Dann haben wir hier nochmal das FAQ. Du kannst hier nochmal dir ein paar Tipps holen bzw. die oft gestellten Fragen dir anschauen. Natürlich hast du Updates am 15.05., das heißt vor 3-4 Tagen wurde sogar noch mal ein Update rausgebracht. Kannst du dir auch in Ruhe angucken, aber darum soll es nicht gehen, sondern wir wollen Bard testen. Ich möchte dir zeigen, was Bard kann und ist es besser als ChatGPT. Fakt ist, Bard hat immer Zugriff auf das Internet von Anfang an. Das heißt, wir können jetzt einfach mal einen ganz simplen Test machen und sagen, was ist der beste Monitor in 2023? Du siehst jetzt hier schon einen Unterschied zu ChatGPT. Und zwar, Bard ist nicht so, dass du Step-by-Step siehst, was genau passiert, sondern es dauert einen Moment und es wird eine Lösung präsentiert. Jetzt haben wir schon Folgendes. As an LLM, I am trained to understand and respond only to a subset of languages. So, Bard ist momentan nicht auf Deutsch verfügbar. Was ich persönlich nicht schlimm finde, denn wir haben ja unseren Lieblingsübersetzer DeepL. Ich verlinke dir wie immer alles in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne einfach mal an. So, wir nehmen unseren Text, kopieren den, fügen den ein, übersetzen den und starten die Anfrage erneut. What is the best monitor in 2023? Und das ist schon das Ergebnis. Ich habe jetzt gerade nichts übersprungen, das war sofort da und kam sofort ausgespuckt. So, hier haben wir zum Beispiel eine Liste, Key Features, also das soll der beste Monitor sein, der Gigabyte M32U. Hier haben wir die Key Features und
Hier sind noch andere Monitore, die dazu in der gleichen Kategorie empfohlen werden. So, dann kannst du einfach hier auf Google It klicken und kriegst automatisch Vorschläge, wonach du suchen könntest. Jetzt machen wir das Ganze mal mit ChatGPT und schauen einfach mal, dass wir da den direkten Vergleich haben. Wir wählen Browsing aus, geben das Gleiche ein und starten. So, das Ganze hat jetzt locker 2 oder 3 Minuten gedauert. Ist auf jeden Fall deutlich länger, wie du siehst. Und die Liste ist ein wenig anders gestaltet. Best Overall Business Monitor, Big Screen Productivity. Also ChatGPT geht hier ein bisschen mehr drauf ein, was es allgemein so für Unterschiede gibt. Hier haben wir zum Beispiel Budget Monitor, Gaming Monitor Budget, Overall Gaming Monitor, Curved Screen und so weiter. Und du hast halt hier immer die jeweiligen Links. Die können wir mal kurz anklicken und mal schauen. Und du siehst, hier ist zum Beispiel die Liste. Googlebot ist hier deutlich schneller. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Nur weil etwas schneller ist, heißt es noch lange nicht, dass es besser ist. Also, es können immer noch Fehlinformationen entstehen und es muss nicht alles richtig sein. Wir machen mal noch einen kleinen zweiten Test. Einfach mal, um zu schauen und sagen, write me a short scary story in the style of Sebastian Fitzek. Vielleicht kennt der eine oder andere den Autor von euch. Ist ein sehr, sehr cooler Buchautor, kann ich nur empfehlen. Und okay, das war wieder sehr schnell. Und wir haben hier eine komplette Geschichte und nehmen jetzt einfach mal den gleichen Prompt. Wir machen New Chat, Webbrowsing und starten das Ganze. Hier geht es jetzt natürlich schneller. Wir kriegen bei ChatGPT, siehst du, direkt eine Erklärung, wer Sebastian Fitzek ist, wo er herkommt, was er macht und so weiter. Und dann fängt ChatGPT an, eine Geschichte zu schreiben. Du siehst aber auch hier schon, dass es länger dauert. Hier haben wir schon die komplett fertige Geschichte. Also es ist auch hier wieder, ich möchte jetzt nicht die Geschichte komplett durchlesen, aber du siehst, dass du wirklich ein sehr, sehr schnelles Ergebnis hast. Ich möchte dich einfach nur informieren. Ich möchte dir zeigen, was es für Tools gibt. Ich möchte nicht jetzt hier eine komplette Geschichte schreiben und die vorlesen und so weiter. Das kannst du alles selber testen, wenn du möchtest. Du weißt auf jeden Fall, wie du jetzt mit zum Beispiel NordVPN Google Bard auch in Deutschland nutzen kannst und kannst für dich selber entscheiden, ob Google Bard jetzt die bessere Alternative zu ChatGPT ist. Ich werde da auf jeden Fall noch viel testen und viel probieren und mit der Zeit nochmal ein Update geben. Aktuell bin ich absoluter Verfechter von ChatGPT, weil ich einfach alles damit mache. Wenn du gerne mal wissen wollen würdest, welche KI-Tools absolut meine Daily Basis sind, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich super gerne auch mal ein Video darüber. Like auf jeden Fall das Video, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.